Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Teamprojekt zusammen mit dem Günni und dem Chris. Moment mal, du sollst nicht zwischen Baum und der Ding abfahren, nur so am Rande. Da eine zu dir soll ich kommen. Ja. Ja, dann sag doch gleich. So. Ja. Ah, da heißt es. Anhängen. Dann einfach vor neben das große Wasserfass, also neben das schwarze stellen. War? Ja, ich muss schauen, ob ich da durchkomme. Kommst du nicht. Und jetzt da vorne umstellen und dann schauen. Ich gebe dir jetzt da hinten einfach die Rüben hin und du musst sie dann klein schnell aufnehmen in die Schaufel und dann in den Trigger rein. Ja, mach kurz, ich komm schon. Oh. Einfach da, wo jetzt das Anhängersymbol ist, dann reinkippen. Genau. Passt, okay. Mach ich, Herr Kollege. Also, halt dann noch anschalten und dann schreddern halt. Ja. Also, zwei Teilen gibt es nämlich besser. Schnitzel und Zucker nämlich. Verkaufen wir das oder? Nein, ja, brauchen wir. Ja. Ah, es geht schon ein. So, dann machen wir das einmal her, Kollege. Hä? Ach so, hier ist er. Morgen einfach schon wieder Zwischenzeugnis. Was hast du? Morgen ist einfach wieder Zwischenzeugnis bei uns. Ach so, Semesterzeugnis, ja. Oder wie das bei euch heißt. Wir haben auch die Wochen, also jetzt war die Wochen frei. Ja. Das Jahr ging, oder das halbe Jahr ging eigentlich schon schnell rum. Ja, Corona, ich nur die ganze Zeit daheim. So, jetzt muss ich da mal kurz da reinschauen. Mal gucken, ich wurde. Wo ist denn das? Wie heißt denn die Produktion? Ich mach schon. Passt. So, dann schauen wir mal. Sonst passt alles bei euch. Ja.
Irgendwer startet schon wieder bei uns im Besuch ab. Die fahren da vorbei. Die haben dasselbe Felde. Wahrscheinlich seinen Mulch einfach abholt. Ihr würdet es das Bett sein, vielleicht. Ist. Ah, no più compagno. Ui, ui. Und sonst passt eigentlich sonst alles am Hof. Da. Was ist da noch zu machen? Schauen wir mal, damit da der Haufen ein bisschen weniger wird. Ist das eigentlich die größte, was es da gibt von der von dem Häcksler für den Frontloader? Weil das sieht aus nicht. Mit 2000 Liter. Was macht der Güni? Wie ist bei euch so das Wetter?
stürmisch. Weiß ich generell. Bei uns ist blauer Himmel und Sonne und Wind. Naja, war bei uns auch, aber seit dem Abend hat es gewittert, geregnet, sogar wahrscheinlich gehagelt, wie Platz auf meinem Fenster gekracht hat. Und seit gestürmt. Gut. Bei mir auch. Bei mir hat es heute früh, wo ich zur Busseite gelaufen bin, muss ich bei uns über die Hauptstraße laufen, hat es mir einfach mal rechts Bein mal fast weggezogen. Ich war ja beim Friseur, die hat mir sogar Gel drauf gemacht, bin ich aus dem Laden raus, direkt die ganze Frisur kaputt wieder. Ich denke, so hätte sie das Gel aussparen können. Ich hätte aber wieder Bock auf der Ellerbach zu zocken. Was ist eigentlich mit Nils? Macht er eigentlich jetzt halt mit bei dem neuen Projekt dann? Alles war super, ne? Ja, schon. Der hat sich ja seinen eigenen Hof gebaut. Naja. Naja, dumm bin ich. Ich bin bei 70. Hat er dann von Janni ab. Muss ein bisschen pflügen. Ja, ich glaub's da, wo dein MF ist. Ja. Noch einfach voll. Ja, der ist Anhänger schon voll. 40.000 Meter. Ja, schon mit einer Ladung, wenn der komplett voll ist. Der Rübenroder macht selbst den ganz großen voll. Jo, jetzt bin ich nicht einmal noch mit dem Haufen nur fertig. Wird jetzt auch erstmal keine Ladung kommen. Ja, dann mach ich den Haufen nur fertig. Ja, morgen hast du 3 Stunden Werk. Was hast du morgen? Hast du 3 Stunden Werk. Ah, was macht sie da? Metall momentan. Flaschenöffner. Mit der Hand oder mit der Flex ausschneiden? Hey, per Hand, ja. Kann man ja nicht per Hand oder wie man sich jetzt. Ja, dann viel Spaß mit der Hand ausschneiden. So, das meinst du? Es ist Metall! Bitte, Laubsäge, Abfahrt. Laubsäge? Achso. Wir haben auch mal
6 mm Aluminium mit der Hand gesägt und dann schreit er, ja, da drin im Kasten ist die Flex. Wow. Vor allem, wir machen nächstes Mal oder nächste Woche ein Großprojekt, Alter. Für die Schule, Alter. So eine scheiß Sitzbank machen. So Eck rum. Eine Blumenkästen und so ein Scheiß. Für die Gärtner dort. Also nicht Gärtner, sondern wir haben halt 2 Stunden so. Spielstunden kann man sagen. Da gibt's einmal Mountainbike, Fußball. Garten, Spielding und so. Ja. Und können die Gartenleute da so reinpflanzen. Jo, wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr dann lasst so gerne eine Bewertung da. Schreibt es einen netten Kommentar und schaut es beim Herrn Kollegen vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Kappa.